Mein Name ist Franz Grünwald, geboren am Tag des Kaffees. Ich bin 2005 österreichischer Baristameister gewesen, war Teilnehmer an der Weltmeisterschaft und unterm Strich passionierter Kaffeezubereiter und natürlich auch passionierter Kaffeetrinker aus Leidenschaft. Ich freue mich, dass ich hier sein darf im Macchiato, neu eröffnetes Fachgeschäft für hochwertigste Espressomaschinen, unter anderem zum Beispiel Slayer und La Marzocco, für tolle Espresso-Mischungen aus Italien in einem wunderbar gestalteten Geschäft. Kaffee ist für mich ein Naturprodukt, Kaffee ist für mich ein Lebensmittel, welches ich zubereiten muss. Wir haben hier klassische Siebträgermaschinen oder wie man natürlich auch dazu sagen kann, Espresso-Maschinen. Man kann natürlich auch hier wählen zwischen Einkreis- und Zweikreismaschinen, wobei meine persönliche Meinung ist, sobald ich irgendeinmal Milch schäumen möchte oder Teewasser ziehen, was ja auch durchaus möglich ist, unbedingt eine Zweikreismaschine. Zweikreismaschine bedeutet, dass der Dampfkessel respektive der Kessel für das heiße Wasser sowohl als auch der Kessel für die Kaffeewasserzubereitung separiert beheizt werden und dadurch natürlich temperaturstabiler sind. Wichtig zu wissen ist auch noch, die Espressomaschine hat keine Mühle. Ich muss an der Seite eine Kaffeemühle installieren. Mit dem Mahlwerk vermahle ich jede Portion Kaffee frisch. Dazu muss man wissen, dass gemahlener Kaffee in Verbindung mit Sauerstoff in einer halben Stunde ca. 50% seiner Aromen verliert. Aus meiner Sicht wichtig für die Espresso-Zubereitung sind die sogenannten 4 M's. Und das fünfte M steht am Kopf und ist ein W für Wasser. Wir brauchen eine sehr gute Mischung, welche wir in die Mühle einfüllen. Wobei hier dazu zu sagen ist, dass uns die Mühle den Mahlgrad und die Kaffeemehlmenge gibt. Das heißt aus meiner Sicht das wichtigste Gerät. In weiterer Folge das nächste M für die Maschine. Und dann der Italiener sagt La Mano, die Hand, welches diese Gerätschaften bedient. Das heißt, das Zusammenspiel dieser 4 M's ergibt dann das Produkt in der Tasse.